Servus zu einer neuen Aufnahme Anno 1800, wieder mit dem Jens. Hallöchen! Folge 27 in der Staffel 3 und der Season 2. Ja. Heute mal ein bisschen andersrum. Einfach nur mal so an der Freude. Wir sind dabei am Ausbauen. Ich brauche Kautschuk ganz dringend. Weil er sagt, Jens braucht dringend ganz kurze Dringende. Jens braucht dringend ganz wichtig Kautschuk. Ich muss es bauen. Nebenbei sollte ich auch noch die Rumproduktion noch verbessern, dass er mehr rumkriegt. Jo. Kommt Freude auf. Yep. Aber Rum liegt erstmal auf Eisen, auf Stahl, weil ich keinen hab. Und hier muss ich schauen, wo ich ihn herkriege. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich ein Schiff rüberschippern zum Jens und mir da Stahl und ein paar Dampfmaschinen besorgen, dass er die entsprechenden Maschinen kriegt. Waren kriegt. Heißt, viel Spaß beim Zuschauen. Okay, weiter komme ich nicht. Dann bauen wir hier noch aus. Was haben wir denn für Items, die ich noch gebrauchen kann? Stahl habe ich hier nicht. Habe ich nur noch 15, habe ich gar nichts mehr. Aber 90 Maschinen. Hier wäre ich gern. Ich habe dieses Schiff. Ein neuer Auftrag. Schon wieder weg. Letzter Blick. Machst du die Zeitung oder soll ich? Warte mal ganz kurz. Anführer werden erfolgreich. Wir haben Zufriedenheit um 5%, Aufstandswahrscheinlichkeit minus 50. Zufriedenheit plus 5, sieht ja schlecht aus. Also war alles grün, aber es sieht schlecht aus. Im Geld. Ja. Das ist immer alles schwierig, ich weiß. Braucht Bedürfnisse, ein höheres Einkommen, hä? Hey. Aufstandswahrscheinlicher. Glück und Licht würde ich jetzt nicht wegnehmen. ...30% Krieg. Das macht auch keinen Sinn. Produktivität. Ich produziere gerade zwei Schiffe, ne? Wie Sie wünschen. Ich werde es umgehend ändern lassen. Hast du plus 15 oder plus 10% gemacht immer? Man könnte es als irreführend bezeichnen, aber wer würde das wagen? Ich weiß es nicht. Schau du mal kurz noch rein. In der Zeitung? Ja. Ja, warte. Lektorieren. Ich habe meistens die höchsten genommen, wenn es ging, aber dann ist aber auch immer viel weg von den. Ja, ich weiß. Um Einfluss. Verbrauch der Bedürfnisse kannst du, ja. Es ist ein bisschen Zufriedenheit, ja okay. Aufstandswahrscheinlichkeit ist super, dass sie da drin ist. Ja. Aber mehr würde ich jetzt eigentlich fast nicht machen. Nee, wir müssen nur gucken, wie das da mit dem Geld hinkommt. Mach mal. Veröffentlichen. Sie haben an Einfluss gewonnen. Oder die Lektüierung machen müssen. Boah, die Hälfte haben wir an Geld. Dann müssen wir ein bisschen sparsamer sein jetzt eben. Hat er das jetzt gerade... Ja, hat er genommen.
Ich habe die vorige nicht gehabt. Das war mein 15, 30. Ja, ist 15 und 10 gehabt immer. Ja, okay. Der ist voll ausgerastet. Der noch nicht. Was aber Eisen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Bin gerade die Router machen. Wo ist denn das Feuer schon wieder? Ich baue schon. Okay, danke. Habe ich mir gedacht, dass die Strom brauchen. Oh. Mein Vieh! Kartoffelhof in Pure in Esse. Und die Schnapsbrennerei halt auch. Das Vieh vom Kartoffelhof. Ist okay. Sollte alles noch okay sein. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Wird renoviert. Kein Platz mehr frei. Wir stecken hier viel Herz. Expedition. Gibt's auch was Neues. Der Bergschlund. Immer noch nicht. Die Seeleute stellen sich den Berg ohne Karte und nach einem Rennen vom Führer zu Führer durch die Gebirge findet sich die Mannschaft ohne Betreuer wieder. Der Führer, der sie aufs letzte Stück begleiten sollte, ist zu vereinbarten Zeit nicht erschienen. Vergessen sie, welches Ziel die Expedition ursprünglich hatte. Der oberste Brit ist jetzt den versteinerten Gipfel herunterzukommen. Eigene Faust. Navigatoren kommen ohne Führer zurecht. Sie merken sich unterwegs und Hilfen bleiben mit Hilfe des Kompasses steht auf Kurs und rast nachts trotz der schweren Spinnenvorräte. Schließlich finden sie ein Schmelzwasserbach und folgen ihn talabwärts bis zum Fuß des Berges. Die Mannschaft hat überlebt, aber es war ein mühsames Unterfangen. Ich kann sie nur warnen. Jetzt bin ich bei 20. Die nächste wird abgebrochen. Höchstwahrscheinlich. Oder wir schauen mal nach, was rauskommt. So, dann gehen wir einmal rüber wieder zu mir auf die Inseln. Bereit für den Einsatz. Hier sollte in der Zwischenzeit der Stahl an. Nee, falsch. Du hier? Alles bereit. Oh, du bist immer noch im Hafen. Ist klar, ich habe es nicht mal losgeschickt. Das Schiff. Setz die Segel. Sich erledigt. Dann bauen wir und erstmal die Straße hier abreißen. Dann schauen wir nach, was wir machen können. Wir haben gesagt, wir produzieren Kautschuk alle 30 Sekunden. Du brauchst 4 Stück. Ja. Nee, falsch. Du willst für 4 haben, die brauchen alle 15 Sekunden eine. Das heißt, alle 15 Sekunden, das heißt, 4 brauche ich normalerweise. Durch den Einsatz von Traktoren brauche ich nur noch 2. Das heißt, ich brauche 8 Kautschukanlagen. Das wird knapp. Ziehen wir mal hier rüber und hierher. Dann kann ich die Rest nämlich auch noch mal entfernen an Straße. Du hättest hier bauen sollen.
Gut. Ich muss es so lassen. Das heißt, ich fange hier mal an, Kautschuk aufzubauen. Wenn ich es noch nicht kann, den hier einmal bitte so rotiert, dass sie auch hinkommen. Schiff vom Stapel gelaufen. Mhm. Das Schiff. Was? Das Schiff, was vom Stapel gelaufen ist, ist für dich. Davon gehe ich aus, weil ich eins gebaut habe. Weil irgendwann muss ich die Waren, ja, die ich produziere, auch zu dir rüberbringen. Erwarten neue Horizonte. Eisvogel 2. Wir haben gesagt, Schokolade brauchst du, gell? Ich sollte vielleicht mal hier sagen, ihr dürft auch verbraten. Schiff vom Stapel gelaufen. Das ist für dich. Nee, für dich. Schon wieder. Alles bereit. Ja. War gerade das zweite Schiff. Ich hab dir zwei gemacht. Ich hab mir selbst eins erstellt. Okay. Ich hab noch Segelschiff. Und ich hab zwei Dampfschiffe für dich gemacht gehabt. Ja, hast du rüber zu Puerto Salmuera geschickt? Bin dabei. Ich hab trotzdem eins, auch eins halt noch. Ja, ja, ist auf dem Weg, ist in Produktion. Ein neuer Auftrag? Mhm. Von hier aus. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich baue aktuell nur Rundtouren. Das Ganze muss ich nachher noch ändern. Ich schiebe gerade Schokolade rüber ins alte Welt und nach Cap Trelawney. Ja. Mit einem Schiff. Jeweils 100 Anteile. Ist einfach nur, ja. Dass sie überhaupt schon mal unterwegs sind. Darum geht's. Bei Kakao produziere ich viel. Jetzt. Wenn du kannst, wenn du das nächste Schiff rüberschickst, kannst du noch vollladen mit Stahl? Das müsste ich hinkriegen. Ich krieg zwar immer ein bisschen sowas in die Richtung, aber es ist halt immer zu wenig. Normalerweise brauche ich ja nicht viel davon. Ich habe jetzt 4. Na,
Nein, noch nicht. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ja, das ist gut. Ich höre gleich zu. Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl. Insel der Liebe. Eine Angelegenheit des Herzens. Die Mannschaft hat die Gastfreundschaft genossen. Viele weigern sich, die Insel zu verlassen. Sie haben Liebesbande mit den Söhnen und Töchtern des einheimischen Königs geknüpft. Vielleicht kann er überzeugt werden, sie mit euch ziehen zu lassen. Sie könnten versuchen, eine Übereinkunft zu treffen oder sie erwarten, bis es ein Orakel befragt wurde. Wir probieren erstmal zu überzeugen. Es scheint Verständnisprobleme zu geben, doch der König lächelt gutmütig. Als habe ihre Mannschaft noch eine Chance, sich zu beweisen. Es schlägt eine große Jagd vor, sagt der Diplomat. Ansonsten müssen wir auf ein obskures Urteil warten. Seine Augen wechseln zu einem Kupferorakel aus einem erhabenen Platz. Wir probieren das Jagdglück aus. 10%. Die Jagd verläuft günstig. Herrliche Wildschweine hausen in den Wäldern und sind trotz ihrer Scheu keine Herausforderung für die feinen Jäger. Dennoch lässt der König sie noch nicht mit den Kindern ziehen. Das Festmahl bringt alles für einen Augenblick zusammen. Die Lieben sind sich bewusst, dass dieser Augenblick alles ist, was ihnen bleibt, dass sie ihre Wege am nächsten Morgen trennen werden. Ein Schwert baumelt über unseren Köpfen. Ja. Ich habe immer noch zu wenig Wurst, das gibt's doch gar nicht. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinheiten nehmen. Gut, Tabak, hey, ja, ich brauche wirklich ein großes Schiff. Ich sehe schon. Bei Tabak ist ja demnächst auch so weit. Ja, aber da dauert hier noch ein bisschen. Brauche erstmal Kaffee dann gleich. Die Pause gibt's nachher, so in 20 Minuten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss hier nur schauen, aber ich brauche erstmal den Kautschuk. Alles andere macht noch keinen Sinn. Ich kann nur vorplanen aktuell. Ja. Alles bereit. Hilft sind das unterwegs. Was? Ach nee, Moment, ich brauche. Bleib mal hier. Route eingezeichnet. Ich sehe schon, ich muss das Schiff gleich noch rüberschieben. Steuermann! Sie haben an Einfluss gewonnen. Planen und bauen vom Kautschuk.
Ich muss den Rest hier oben nochmal abschneiden. Ja, mal gucken, ob das jetzt mit dem Brot besser wird und mit der Wurst. Also Brot wird besser, aber Wurst nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe so viel Metzgereien gebaut, ne? Das ist irre. Schiff vom Stapel gelaufen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Halt! Ah, Wasserratte ist da. Ja, mal kurz schauen. Jetzt muss ich irgendwie die Wurst im Griff kriegen. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich verschieb doch keinen Tabak. Nur von hier aus weg. Ist das jetzt mehr oder weniger? Nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Gut. Machen wir ein bisschen anders. Ich finde jetzt wieder die Maschinen zum Ausbau, gell? Mhm. Stahl und Maschinen. Die Maschinen habe ich für eine, da fehlen noch zwei. Super. Dafür fehlt der komplette Stahl. Und ich kann das hier noch nicht wegbringen. Neue Befehle? Brauchst du Melonen? Nee, im Moment nicht, weil wir die Weltausstellung noch nicht haben. Machen wir mal hier ein bisschen mehr Lagerplatz rein. Jetzt fehlt es wieder an Arbeitskleidung. Oh, und Wurst. Jetzt fehlt es am Ohr. Jetzt fehlt es hier, fehlt es da. Jetzt habe ich wieder Brot im Griff, fehlt immer noch Wurst. Ich kann die Arbeitskleidung reduzieren, die ich hier rüber schicke, so ist nicht. Ja, die holt sie ja nicht vom Kap ab. Nicht wirklich. Aber ich weiß, was ich machen kann, um etwas Entlastung zu uns hinzukriegen. Ich kann in Plemsburg in der alten Welt Schokolade und Zigarren 50-Pack rausnehmen. Und die Schokolade, die aktuell und die alte Welt stehen wird. Nach der Epidemie leer. Ich glaube, die Wurst kriege ich jetzt langsam im Griff.
hoffen wir mal, dass es ganz weit okay ist. Ein großer Moment für uns alle. Hat doch noch geklappt. Die Welt in unseren Händen. Oh, was gibt's? Piratenschatz, Piratenschatz, Piratenschatz. Museum, Museum, Museum. Gut. Hab nur kein Museum hier. Habe ich auch noch nicht. Ich habe einen botanischen Garten bei mir. Da ging ein bisschen was drauf, ich weiß. Es mangelt an Arbeitskraft. Jetzt muss nur noch für die Ingenieure muss nur noch der Pilz steigen. Dann könnte ich die aufwerten zu Dings. Hm. Ach nee, Quatsch. Ich brauche noch Kaffee und Elektrizität und Glühbirnen. Oh. Moment. So weit bin ich ja noch gar nicht. Wie kam das jetzt hier, dass ich auf einmal 500 weniger habe? Was denn? 500 weniger? Arbeitskräfte. Auf einmal sind die 500 weg. Ich weiß es nicht. Denn unsere Großeltern wohl zu all dem shit, gesagt? Die gebackene Bananen sind weg. Ich produziere zu wenig gebackene Bananen. Was fehlt denn? Immer noch Wurst und Arbeitskleidung, oje, oje. Okay, ich weiß warum. Warum? Ich hab hier einen riesen Stau. Alles bereit. Auf die alte Dame ist Verlass. Mal rüber. Ja, um Himmels Willen. Ich habe auf der einen Insel, die mich beliefert mit gebackenen Bananen, 7 Fischölproduktionen, 7 Bananen und 7 mal Küche. Das langt nicht. Muss ich mal kurz schauen. Deswegen habe ich auch so wenig Leute hier. Ja, wenn, ist klar, wenn auf einmal Lebensmittel fehlen, dann ist da rum. Na ja, klar. Ein Schiff erster Klasse. Bringt nichts. Und die gebackenen Bananen sind halt bei 50 unten. Sind unterwegs. Bereit für den Einsatz. Und ich weiß auch warum. Warum bin ich so blöd und habe bei den gebackenen Bananen hier drin? Keine Mindestmenge von 50 angegeben. Das wollte ich nicht. Vom Stapel gelaufen. Wir können tagsüber einladen.
Nein. Neue Welt. Ich habe nur zweimal gebackene Bananen. Hier und hier. Hola. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, das wissen wir. Das haben wir überall. Das ist bei mir drüben. Ja, ja, ich weiß, aber das ist ja generell überall das Problem immer. Bin ja dabei am Lösen. Keine Felder, keine Arbeit. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und natürlich mache ich wieder einen Riesenfehler. Ja. Muss ich gleich zu dir rüber, weil mir fehlt noch ein paar Sachen. Und den auch noch baust. Jetzt brauche ich noch dreimal Fischöl, obwohl ich das hier nicht haben will. Ist okay. Mehr Druck im Kessel. Alles bereit. Mhm.
hin nochmal. Ich tue den hier löschen, nicht den vorderen. Kiste unter Deck. So, wichtig, fahr ich hier hin. Auf die Schnelle. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Müsste Salzerwerde gewesen sein. Die Forte Suetta. Ah, Mist, ey, alte Welt. Bereit für den Einsatz. Forte Suetta. So war's. Gut. Dann komme ich hier hin. Sollte sich ganz schnell. Steht bereit. Sollte sich demnächst wieder erholen. Sieh, so wird's gemacht. An die Segel und Brassen. Es mangelt an Arbeitskraft. Steigt doch ganz langsam wieder an. Was soll ich denn bitte machen? Ja, frage mich auch gerade. Es ist okay. Es wird ja jetzt. Ich bin noch 320 im Minus. Ich habe aber gerade auf der anderen Insel, wo ich noch genug Leute gehabt habe, zum Bananen machen. Donut. Mit drei Anlagen. Ja. Wir müssen flink und schippe sein. Die jetzt Aufbruch rüber. Bereit, jeder. Alles andere bringt ja nichts. Nö. Und ich probiere seit Ewigkeit den Kautschuk hinzukriegen. Glühbirnen kommen gleich. Nochmal hier. Fällt mir nicht. Mir noch gar nicht. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich den hier. Hier hinsetze.
jetzt die Felder damit anpasse. Machen wir noch mal weniger. Noch mal hier einen Schnitt noch mal rein. Oh, die Wurst hat sich gefangen und das Brot. Oh, jetzt nur noch die Arbeitskleidung. Schiff vom Stapel gelaufen. Setzen wir den noch hier rein. Gefällt mir nicht. Ich kann machen, was ich will. Das gefällt mir so nicht. Setzen wir den Dampfwagen hier hin. Entfernst oben nochmal drei Stück. Setz diese hier unten rein. Genau. Ihr dann Schiff ist von der Überfahrt kurz zurückgekehrt. So. Kann sein, es wird gleich noch kürzer. Wir haben gesagt, wir brauchen. Nein, der ist verkehrt. Deswegen gesagt, es wird gleich noch mal kürzer werden. Schön daneben gezirkelt. Und dann kann man das Ganze hier unten wunderschön ansetzen und den noch setzen hier drüben hin. Gut, Leute, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Zur dritten Folge in der Aufnahme. Also, euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.